Guten Tag, liebe Männer. Mein Name ist Natalia Pastukova. Ich bin Partnervermittlerin Ukraine in Deutschland. Wir sind im Moment nicht in Deutschland, wir sind in der Ukraine tatsächlich und in Kiew auf Maidan, wie Sie sehen hinter mir. Alles fängt tatsächlich in Deutschland, Österreich oder Schweiz an, endet alles aber hier. Und wir sind immer dabei, damit alles glücklich endet, wie wir jetzt das erleben. Also, Sie haben Ihre Traumfrau gefunden, Sie haben sie eingeladen. Die Frau war bei Ihnen zum Beispiel eine Woche oder 10 Tage. Dann kam sie wieder zu Ihnen und dann war sie bei Ihnen 3 Monate. Die hat schon Deutsch gelernt, ein bisschen bei Ihnen, weil Sie sie bei einem schönen Kursus angemeldet haben. So ist das eigentlich normaler Ablauf der Partnervermittlung, was wir immer wieder begleiten und erleben. Dann kommt die Frage, Frau Pastuchowa, wie geht es weiter? Wo kann man heiraten und welche Papiere brauche ich und wie geht es weiter und was muss meine Frau alles sammeln, welche Papiere und was ich alles dafür brauche, wo kann man am besten heiraten, Ukraine, Dänemark oder Deutschland. Da sind ganz viele Fragen. Ja, und ob es so schwierig ist oder kompliziert, das ist natürlich immer sehr individuell. Sehr wichtig ist es Ihre Entscheidung und die Entscheidung Ihrer Frau, wo wollen Sie heiraten. Ja, da müssen Sie schauen, ob das Deutschland, Ukraine oder Dänemark ist. Ich habe schon alles Mögliche erlebt, alle möglichen Varianten und Hauptsache, man ist verheiratet und man ist glücklich. Und ja, und wo Sie das machen, entscheiden Sie sich. Ich habe selbst meinen deutschen Mann in Deutschland geheiratet, weil ich wusste, wir werden in Deutschland wohnen. Deswegen habe ich gesagt, dann fangen wir schon mit Deutschland jetzt erstmal an und bauen wir hier schon alles auf, weil wir hier bleiben. Sonst, wenn Sie in der Ukraine geheiratet haben, müssen Sie dann diese Ehe dann in Deutschland anerkennen. Oder Dänemark, aber da gibt es auch verschiedene Nuancen. Ich empfehle immer, machen Sie in Deutschland, wenn Sie in Deutschland wohnen, machen Sie in der Schweiz, wenn Sie in der Schweiz später wohnen wollen oder machen Sie in Österreich. Welche Papiere Sie brauchen und welche Papiere braucht Ihre Dame? Es ist auch, gibt es wirklich Unterschiede von einem Bundesland zu einem anderen. Deswegen fangen Sie damit an, dass Sie zum Standesamt gehen. Gehen Sie zum Standesamt und Sie bekommen dort eine wunderbare Liste und dann wird dort alles aufgelistet, was Ihre Frau braucht, was braucht Ihr Mann. Das ist eigentlich Sie, der Mann von der Frau. Ne? Für Sie gibt es da nicht viele, für die Frau gibt es auch nichts Besonderes, was sie nicht schaffen kann. Deswegen holen Sie diese Liste zuerst und dann schicken Sie die Liste der Dame und dann wird sie ein Papier nach dem anderen hier sammeln. Und wie ich gesagt habe, das ist natürlich nicht so einfach, wie man in einem Kaffee wunderschönen Kaffee trinkt. Das ist ein bisschen mit Papierkram und Behördengängen verbunden. Wie Sie sehen, das macht keinem Spaß. Aber ich kenne keine einzige Frau, die das nicht hingekriegt hat und ich kenne kein einziges Paar, was da irgendwie aufgegeben hat, weil man diese Schritte machen musste. Ja, wenn Sie dann noch weitere Fragen haben, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Auch sehr gerne kann die Frau sich bei uns melden auf Russisch, Ukrainisch. Ich bin da weiter für Sie und für die Frauen da. Deswegen, Sie haben meine Kontakte, geben Sie der Dame dann nochmal alles von mir, wenn Sie das noch nicht alles hat, meine Kontakte in Deutschland und deswegen können Sie mich dann jederzeit, wie ich gesagt habe, auch in Deutschland erreichen. Ich freue mich sehr für Sie und ich bin für Sie weiter da, jederzeit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.